Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand dieses Beispiels, wie du hier die typischen LN-Umschreibemöglichkeiten und Rechenregeln ganz einfach anwendest. Zuallererst, ich habe schon ein sehr geiles Video, wo ich dir grundsätzlich alle LN-Rechenregeln anhand von verschiedensten Beispielen super ausführlich erkläre. Das knalle ich dir unten in die Videobeschreibung. Da habe ich auch eben links unten diesen Part erwähnt. Und den möchte ich nun hier klarstellen, wie man den tatsächlich auflöst und zusammenbekommt. Also zuallererst, wenn ich so etwas sehe, brauche ich die erste Grundregel vom LN. Und die sagt im Endeffekt, hey, wenn du in deinem LN Zahlen hast, die miteinander mal genommen werden und zwischen etwas, einer Zahl und einer Variable oder Zahl, einem Buchstabe, wie auch immer, wenn dazwischen nichts ist, ist da aber immer gedanklich ein Mal dazwischen. Also steht hier im Klartext 1/2 ln Klammer auf 3 mal e hoch 4 Klammer zu. Wunderbar. Und dadurch kann ich jetzt schon mal diese Regel hier anwenden, weil ich möchte irgendwie das hier Ganze rausbekommen. Also, dadurch kann ich jetzt den ersten Trick anwenden, indem ich sage, okay, 1/2, so ziemlich das aber in Klammern, wichtig, weil das 1/2 war auf den kompletten Part hier bezogen. Und wenn es den kompletten Part hat, dann muss ich auch hier eine Klammer setzen. Und dann habe ich jetzt eben daraus gemacht, ln, Klammer auf 3. Ich habe sozusagen ln und 3 getrennt. Und dann habe ich aber noch plus, das sieht man hier in der Regel, ln mal ab, ln a plus ln b. Also, und b ist ja bei uns e hoch 4. Also ln, Klammer auf, e hoch 4, Klammer zu. Und dann das Ganze hier, weil das Ganze wird nochmal mal 1/2 genommen. Nun habe ich das schon mal dieses E hier rausbekommen. Und nun kann ich hier aber noch was machen. Das bedeutet, schau her, diese 1/2, die bleiben noch, die kleinen Schlingel, die bleiben sitzen, die dürfen noch nicht aufstehen. Und dann ln 3. Gut, das kannst du jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen, falls du das Ganze möchtest. Theoretisch kannst du ja alles ausrechnen. Aber es geht ja darum, um das Umformen. Plus, hast du etwas in einem ln, was nochmal hoch ist, darfst du diese Potenz flip nach vorne ziehen mit mal. Daraus merkst du, hier war es a hoch b und jetzt ist hier drüben ist es b mal ln a. Also bedeutet das, ich kann meine 4 hier nach vorne ziehen. Bedeutet, dann steht dann da 4 ln, Klammer zu, e, Klammer zu. So, wunderbar. So, und wir wissen ja grundregeltechnisch, dass ln mal e immer 1 ergibt. Also ln e irgendwie miteinander verkuppelt, ergibt immer 1. Also steht dann im Endeffekt da, 1/2, Klammer auf, ln 3, du bleibst noch sitzen, dich habe ich noch nicht gewählt, wie beim Sport. Und dann verrechne ich die beiden, das bedeutet plus 4 mal 1, weil ln e, das ergibt 1, wunderbar, Klammer zu, dann habe ich den Part, dann kann ich die noch sauber verrechnen, das bedeutet 1/2, ln 3, Klammer zu, 4 mal 1 ist 4, also plus 4, Klammer zu. Sehr schön, jetzt kann ich die 1/2 hier reinrechnen. Einmal mit dem hier, einmal mit dem hier. Bedeutet, steht dann da, 1/2 ln, Klammer auf 3, Klammer zu, plus 1/2 mal 4, das ist 2. Und so habe ich das Ganze aus dem Part hier zu diesem bekommen. Es bringt dir natürlich etwas, wenn jetzt irgendetwas davon eine Variable gewesen wäre. Dann hättest du das so isolieren können. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich wirklich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist dann ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!